alten Freunde. Zuerst wollte ich sie wegwerfen, aber die haben einen zu großen ideellen Wert. Es kommt mir vor wie gestern, dass ich dir die gekauft habe. Meine Herren, wieso kleben die Seiten denn so zusammen? Ihr seid wegen des Klassentreffens hier, richtig? Hey Kevin, ist es das, was ich denke in deinem Gesicht? Oh, hör auf damit! Ja, ja, ja! Jim? Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Ich brauche schon seit einer ganzen Weile keinen Babysitter mehr. Kara? Ich werde 18. Ich habe morgen Geburtstag. Komm noch zu meiner Party. Oh, das könnte schwierig werden. Ich will, dass du kommst. Unbedingt. Wir hauen dieses Wochenende mal auf die Kacke. Let's get a little lit. Du solltest bereit sein. Du solltest bereit sein. Die Wunschliste des Abschlussjahrgangs. Mit unseren Wünschen für die Zukunft. Chris Ostriker hofft, die wahre Liebe zu finden. Chorbrot! Wer ist denn der Dödel? Mein Freund. Ihr zwei vögelt jetzt miteinander und ihr zwei habt früher miteinander gevögelt. Das muss für euch alle ultra peinlich sein. Steve Stifler hofft, mit seinen Jungs ewig Party machen zu können. Da ist ein mega heißes 18-jähriges Sportgerät, das du früher mal gebabysittet hast. Ich werde meine Frau bestimmt nicht betrügen. Ich bin jetzt Vater. Mach ihr den Daddy. Jim Levenstein hofft, dass er mal genauso ein Sexleben hat wie Ricky Martin. Ich meine, du hast vermutlich mehr Sex als wir alle. Vermutlich. Die Highschool ist cool gewesen. Das war was ganz Besonderes. Dann kam der Abschluss und alle haben angefangen zu arbeiten und haben geheiratet und Kinder gekriegt und diesen ganzen anderen Blödsinn. Keiner von uns hat das perfekte Leben. Aber egal, welche Probleme wir haben, wir werden immer füreinander da sein. Yeah! Waren wir früher genauso blöd und albern wie diese Kids hier? Nein, unsere Generation war wesentlich reifer. Was machst du denn da? Ich glaube, ich muss kotzen. Es ist 3 Jahre her, Dad. Meinst du nicht, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, wieder auf die Piste zu gehen? Wen haben wir denn da? Ich bin Stiflers Martin. Oh, ich bin Jim's Dad. American Pie, das Klassentreffen. So einen vergnüglichen Abend hatte ich nicht mehr seit den 70ern. Ist in Ordnung. Du wärst überrascht, was man erreichen kann mit einem gut platzierten Daumen.